Hier sind 5 Verschwörungstheorien, an denen etwas dran sein könnte. Theorie 1. Verborgene Technologien. Es gibt Gerüchte über Technologien, die von Regierungen geheim gehalten werden. Von schwebenden Fahrzeugen bis hin zu freien Energiegeneratoren. Aber sie aus strategischen Gründen nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Theorie Nummer 2. UFOs und Außerirdische. Könnte es sein, dass wir nicht alleine im Universum sind? Theorie Nummer 3. Geheime Organisationen. Ein Klassiker unter den Verschwörungstheorien. Die Existenz geheimer Gruppen, die die Welt im Verborgenen kontrollieren, wie die Freimaurer, Illuminati. Glaubt ihr daran? Theorie Nummer 4. Medizinische Verschwörungen. Diese Theorie besagt, dass pharmazeutische Unternehmen und Regierungen wichtige medizinische Informationen zurückhalten können, sei es zur Gewinnmaximierung oder zur Kontrolle der Bevölkerung. Und Theorie Nummer 5. Ein wirklich faszinierender Gedanke. Unternimmt die Regierung schon geheime Maßnahmen zur Abkühlung der Atmosphäre wegen der Klimaerwärmung? Man muss sich nur den Himmel ansehen und man sieht Streifen, die nicht mehr weggehen und zu einer milchigen Suppe werden über Stunden hinweg. Diese Thematik hat mich so beschäftigt, dass ich beschlossen habe, dagegen was zu unternehmen. Schließlich habe ich die sogenannte Akasha-Säule entworfen. Sie beruht auf der Technologie von Wilhelm Reich und kann die Atmosphäre wieder reharmonisieren. Sie ist ein einzigartiges Gerät und es gibt niemanden sonst auf der Welt, der so etwas Vergleichbares gemacht hat. Wer mehr über die Akasha-Säule erfahren will, geht mal auf unsere Online-Seite oz-orgonite.de. Link ist in der Bio oder googelt einfach mal den Begriff Akasha-Säule. Was glaubt ihr, ist wahr daran? Oder gibt es noch andere Theorien, die euch beschäftigen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare.